5, 4, 3, 2, 1, Endgame. Und nun kommen wir jetzt mal hierzu, was da drin ist. Ah, neuen Charakter gefunden. Freigeschaltet, Chase McCain als Polizist. Okay, weniger neuen Charakter, sondern eher neue Uniform. Na dann wollen wir uns sie mal anziehen. Halte X gedrückt und wähle die Figur aus. Okay, machen wir. Hey, gut siehst du aus. Jetzt, wo du deine Uniform hast, zeige ich dir den besonderen Ort. Das ist die Ausgabe. Okay, dann wollen wir mal zur Ausgabe. Ist Ellie da? Trainieren soll. Wer ist Ellie? Ich fahre doch überall hin. Jeder Schritt macht fit, Kumpel. So, das habe ich ja, glaube ich, schon getestet. Ja, da kommen wir noch nicht rein. Müssen wir erstmal wohl die Story weitermachen. Okay, dann wollen wir mal hier hin. So, was soll denn hier bitte schön sein? Hier drüben! Ja, ich bin noch schon da. Okay. Ellie, bist du da? Bist du das, Frank, Holly? Moment! Das hier ist die Ausgabe und der Beweismittelschrank. Das Reich von Ellie. Hey, Jungs! Oh, ich wusste nicht, der ist aber ganz schön verschossen hier. Du hast gerade mit mir gesprochen. Volltrottel. Und weiter geht's. Hallo, ich bin Chase. Ja, das ist der Typ, von dem du mir erzählt hast. Chase McCain! Nett, dich kennenzulernen, Chase McCain. Mein Onkel Duke hat mir alles über dich und den Fall Rex Fury vor ein paar Jahren erzählt. Ah. Tatsächlich? Keine Bange. Auf der Polizeistation wissen so einige, dass es eigentlich dein Erfolg war. Ja. Ach, sonst das ist dein Polizeikommunikator. Der kann so einiges mehr als dein altes Telefon. Irgendwie aus wie mein Unter Gamepad. Anderem hält er mich darüber auf dem Laufenden, was du so treibst. Du musst ihn mit dem Zentralcomputer in der Eingangshalle verbinden, bevor du ihn benutzen kannst. Gut. Hilfst du Chase bitte dabei, Honey? Braver Junge. Ist er ein Hund oder was? Ich melde mich, wenn die Verbindung steht, Chase. Okay. Zwinker mir auch noch so hinterlistig zu. Aber was ich so treibe, geht dich gar nichts an, mir Mann. Leid. Ich muss jetzt Beweismittel aus einem Bäckereiüberfall einräumen. Wenn nicht, frisst der Chief sie auf. Ach, das war ja irgendwie klar. So. Zerstören wir noch mal ein bisschen hier was. Und dann gehen wir auch schon mal weiter. Da ist der grüne Pfeil. Komm! Ab in den Aufzug! Okay, dann gehen wir wohl wieder in den Aufzug. So. Was wohl nun passiert? Ja, mal wieder erstmal der schöne Ladebildschirm. Auf meinem Gamepad sehe ich jetzt nicht, wie voll der Ladebalken ist, sondern nur halt das... Ah, alles klar. Hier lang, Chase! Was? Wo entlang? Achso, stimmt ja, zum Zentralcomputer. Ich bin am Zentralcomputer. Da bist du ja. Ab an den Zentralcomputer mit dir. Alles klar. Kommunikator verbunden. Aktualisierung läuft. Okay. 1% abgeschlossen. Fortschrittsbalken. Hey! Fortschrittsbalken, ja, super. Jemand muss den Chief wecken gehen. Ich arbeite ganz sicher nicht. Der feuert mich nur wieder. So hart arbeiten. Die Besprechung über Rex Fury wollte ich mir sowieso sparen. Hast du noch den Schlüssel zu seinem Büro? Ich habe ihn doch hier in der Hand, oder? Nein. Oh, dann habe ich ihn verloren? 100% abgeschlossen. Na dann, ich halte mal das Gamepad jetzt näher ran, weil wir gleich ich das Gamepad dir beim Nachricht Suchen. Erhalten. So. Je früher der Chief wach ist, desto eher kann ich mit der richtigen Polizeiarbeit anfangen. Danke. So. Ich muss ihn oben verloren haben. Und was ist jetzt mit dem Video? Auf dem Gamepad sehe ich jetzt auf jeden Fall, was wir hier alles in der Polizeistation finden können. Das sind dann so nur 10 Goldsteine, die wir hier finden können. Na dann, wollen wir mal loslegen. Und jetzt sehen wir auch, wie lang unsere Spielzeit ist und zu wie viel Prozent wir das Spiel schon geschafft haben. Wuhu, 0,3%. Das ist mal echt ein Erfolg. Dann wollen wir mal den Chief aufwecken gehen, auch wenn das nicht so die geniale Idee wäre. Ach so, jetzt aber. Jetzt ist die Nachricht auf dem Gamepad da. Eine Sekunde. Hey Chase, hast du deine Kommunikator zum Laufen gebracht? Ja,
Aber jetzt muss ich Frank bei seiner Schlüsselsuche helfen. Kein Problem. Zerstören. War ja klar. Darf ich auch wieder raus? Randalieren wir erstmal noch etwas. Was? Okay. Mach mal wieder die Donuts. Dann am ehesten im Büro des Chiefs. Oh. Falls nicht schon alle weg sind. Okay. Du willst den Chief wecken? Okay. Wenn du na damit klar, fertig bist, machen. Hätte ich dann noch ein Wespennest für dich, in das du reinstechen könntest. Was? Darf ich das machen? Ich weiß, wie das geht. Oh. Hatte es allerdings für eine Pinata gehalten. War es aber nicht. Die Süßigkeiten haben nämlich Aua im Mund gemacht. Das war mein allerschlimmster Geburtstag. Frank. Das Klopfen an der Tür hört er sicher nicht. So. Er hat einen tiefen Schlaf. Können wir einfach mal hier nach Hinweisen gucken. Und dazu noch etwas Geld verdienen. Folgen wir mal diesen Spuren. Irgendwo muss hier Frank dann den Schlüssel versteckt haben. Und natürlich in dem einzigen Gegenstand, der nicht zerstört werden konnte. Hey, du hast ihn! Ja. Dann kannst du ihn ja wecken. Hab was Wichtiges zu erledigen. Ach echt? Videospiele! Wuhu! Videospiele? Du bist echt ein genialer Kopf, Frank. Ich würde dich echt glatt als Kollegen haben und ich dann immer denken... Ich bin sicher, dass in dem Film mehr geredet wird. Ja, okay, jetzt lass mich doch mal reden hier in der Aufnahme. Ich würde ihn also echt als Kollegen haben und dann immer denken, ach, bin ich froh, dass ich nicht der einzige Dumme bin hier. So, aber wie dem auch sei... Die Lagebesprechung zu Rex Fury ziemlich egal, oder? Nein. Ich will wissen, was das mit Rex Fury gerade auf sich hat. So, Chief. Na los, die Einsatzbesprechung, Chief. Wachen Sie auf! Ich will nicht. Er scheint tief zu schlafen. Was machen wir denn jetzt? Okay. Achso, ein Radio. Davon wird er sicherlich wach. War ja klar. Wer da? Ich hab nur meine Augen entspannt. Und meine Arme. Und Beine. Oha. Du schon wieder. Toll. Besprechungsraum. Eine Minute. Ja. Oh Mann. Noch mehr Schüsse hier. Erwischt. Komm schon, Leute! Ruhe bitte! Hey, okay. Harry. Wie viel Kaffee hast du schon intus? Ja, ich weiß, was du denkst. Waren es 6 oder doch nur 5? Ich glaube, auf jeden Fall schon mal genug. Okay, auf jeden Fall genug. Ich komme direkt zur Sache. Die Bürgermeisterin glaubt, dass wir nach diesem Mann fahnden sollten. Ah, das Rex also Fury. 50 Millimeter groß. Ist riesig! Rex gelang vor 3 Monaten die Flucht von der Albatros-Insel. Wie genau ist noch unklar. Aber das spielt keine Rolle. Hey. Wichtig ist, dass wir ihn bald auftreiben. Ah, müssen wir ihm wenigstens nicht mehr zuhören. Das ist schon mal schön. Das also im Hinterkopf. Also... Rex Fury hat sich schon im Alter von 6 Jahren dem Verbrechen zugewendet. Du liebe Güte, ein durchaus wichtiges Detail, möchte man meinen. Elementar, mein Lieber. Danke, Sherlock. Unseren Durchbruch verdankten wir einer geheimen Zeugin. Geheim allerdings nur so lang, bis jemand versehentlich ihre Identität verraten hat. Oh Mann. Dank Natalias Aussage konnten wir Rex verhaften. Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu langsam. Rasenmäher, das sind also Dumby und Chase damals gewesen. Außerdem hat er den Mann unterschätzt, der ihn schließlich dingfest gemacht hat. Mich! Genau. Steckt Rex hinter der Verbrechenswelle, muss er sofort wieder eingebuchtet werden. Um den tatsächlichen Übeltäter zu schnappen, hab ich an den wichtigsten Orten Kameras aufstellen lassen. Im Museum, Forest Blackwells Villa und natürlich in den Banken. Aber... Was zum... Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! Na dann, auf geht's. Ich hätte da noch eine Frage, Chief. Hat sich die Frage damit erledigt? Die ganz danach aus. Na dann. Haben wir sofort schon unseren ersten Auftrag. Oder unseren ersten richtigen Auftrag endlich mal. Einfach mal
Bankräuber mal zu schnappen. Dann wollen wir mal. Wir haben ja sowieso noch genug Zeit, bis der Part beendet wird. Übrigens ist es gar nicht mal schlecht, dass dieses Video schon innerhalb von 10 Stunden oder so schon 42 Aufrufe hat und 7 Daumen. Das ist nicht schlecht. Also für meine Verhältnisse ist es ja wohl klar, dass ich das nicht schlecht finde. Und von meinen 60 Abonnenten von früher sind es auch schon auf 3 Abonnenten weitergekommen. Nun haben wir schon, oder habe ich schon 63 Abonnenten und 42 Aufrufe in meinem ersten Video. Ich bin echt schon begeistert, muss ich sagen. Innerhalb eines Tages schon fast 50 Aufrufe. Und dann geht jetzt unsere Mission mal los. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt den ganzen Tag nur den Ladebildschirm anzuschwafeln. Und euch dazu auch noch. Na dann. Bereit, es den Verbrechern zu zeigen, Chase? Aber natürlich. Auch wenn gerade ein Verbrechen stattfindet, müssen wir rücksichtsvoll fahren. Natürlich. Der Letzte zahlt einen Monat lang alle Donuts für den Chief. Juhu! Das nennt er also rücksichtsvoll. Verstehe. Na, wenn wir... Hey Chase, so. Ich habe deinen Kommunikator aktualisiert und das Navigationssystem aktiviert. Damit kannst du dich schön leichter in Lego City zurechtfinden. Ich habe die Cherry Tree Bank mit einem Polizeischild markiert. Wenn du die beste Route zu einem Ziel sehen willst, drücke und halte den Ort auf dem Bildschirm deines Kommunikators. Na los, okay, versuch's mal. Perfekt. Folge jetzt einfach der grünen Linie. Das mache ich gerade alles auf dem Gamepad natürlich. Ihr könnt das leider nicht sehen. So, freigeschaltet, die Navigation. Die werden wir noch gebrauchen können. Okay. Chase? Was ist, Frank? Ja, Honey? Ich hab mich verfahren. Können wir die Wette abbrechen, bitte? Nein, wir brechen die Wette nicht. So, wer ist hier jetzt der rücksichtsvolle Fahrer, Honey? Echt albern, wie man einfach so kreuz und quer durch die Stadt fahren kann. Was zum Clowns? Sind wir hier auf dem Kindergeburtstag oder was? Hä? Oh Mann. Das ist ja noch dümmer als die... Ach ja, erlaubt. Wir sind ja schon hier. Und... Na nun. Verfolgt diese Witzfigur! Kein Problem. Sollen wir den auch noch schnappen? Na dann. Auf geht's. Unglücksding. So. Ach, wir sollen ihn jetzt dreimal, viermal rammen? So. Das war's doch jetzt eigentlich. So. Ich sag dir. Halt, Polizei! Na dann, ich muss mal los. Und den schnappen. Ziemlich außer Übung, hä? Wird bei euch nicht trainiert? Doch, bei uns wird jeden Tag trainiert. So, hab ich dich. Könnte einer der Verbrecher sein. Entweder das oder ich versaue einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Bin unterwegs. Ich wusste doch, dass hier eine Geburtstagsfeier stattfindet. Meine Trillerpfeife wohl ist. Ein Pfiff damit und der gesamte Verkehr steht still. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen von der Straße wegpacken, damit die Leute noch weiterfahren können. Ja, hier scheint mir ein guter Parkplatz zu sein. Na dann. So. Hey, alle mal herhören. Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown-Bankräuber? Oh Mann, wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Keine Sorge, ich habe gerade die Scan-Software deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? So, freigeschaltet. Kriminalscan. Kriminalscan. Aber der wird natürlich auch nur über Gamepad zur Verfügung sein, während ihr hier nur das hier sehen könnt. Ihr seht jetzt, wie ich mich hier einfach herumbewege und ich schaue mir dann mal hier so ein bisschen das Zeug mal an. Ah, da scheint mir etwas Verdächtiges zu sein.
Da ist jemand. Oh, mal ein bisschen Leben in diese Betonwüste bringen. Oh, so gefällt's mir. Entzückend, auch wenn ich es selbst sage. Officer? Ja. Ja. Ja, dann wollen wir mal hier rüber. Dass ich auch keine Knarre oder so habe. So, keine Bewegung, du. Hast mich fast erwischt. Na toll. Na, 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 na. Was machst du denn da unten, hä? Kannst du nicht so hoch springen, hä? Nee, leider nicht, aber dafür. Mach's gut. Nicht das hier. Was? Mach's gut? Haut ja schon wieder ab. Oh. Schnell hinterher. Hey, Hans, kletter doch an der Bodenranke hoch. Oh. Oh. Hoppla. Kaputt gemacht. Na dann, müssen wir uns jetzt einen neuen Weg finden, um nach oben zu kommen. Ah, natürlich. So, ein Ventil. Dann wollen wir mal dran rumdrehen. Oh. Wird ein bisschen blockiert hier von manchen Gegenständen. Und da hinten schon wieder ein Gegenstand, der den Weg blockiert. So. Das soll doch wohl ein Scherz sein. Hey, können Sie mal da runter gehen?